So, was ist hier das Passwort? Das haben wir probiert. Passwort vergessen. Mal gucken, was passiert. Strive Support. Ja, du bekommst die irgendwas. E-Mail-Aufforderung. Neues Passwort lautet. So. Keine schlechte Idee von Leon. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Damit keiner an seine Daten kommt. Hier komme ich ohne sein Handy nicht weiter. Der Code wird alle 120 Sekunden erneuert. Mal ausprobieren. Ah, schade. Huch. Ich wollte doch noch hier reinschauen, da war doch noch mehr. Warum steht da eigentlich Google Chrome? Sag mal, Leute. Ich sag nichts mehr. Mail, das ist nur. Ach so. The Black Pill. Ein Hassforum für Antifeministen, Anhänger von Verschwörungstheorien und Reichsbürger. Und für zurückgewiesene Typen, die glauben, sie hätten ein Recht auf eine Freundin. Von den Weibern gefriendzoned, Würger 1999. Ist das eine Abkürzung von Wutbürger oder heißt das wirklich Würger? Okay, ich kann hier nichts machen. Ich dachte, er sucht das jetzt hier irgendwie fesch durch oder sowas. Und hier Sommercamp zur Ertüchtigung von Geist und Körper. Völkisch. Oh je, das soll nach außen alles so mega cool und hip wirken. Klingt aber eher nach Gehirnwäsche von Nazis. Die hängen wohl zusammen, na dann. So, damit kann ich jetzt wahrscheinlich nichts anfangen. Tja, ist die Frage, wo ist sein Handy, ne? Ein USB-Stick. Vielleicht. Vielleicht da was drauf, guck mal. Mist. Irgendwas klappt da nicht. Hä? Was soll denn das sein? Print Service Extreme? Hä? Was, was, was? Mist. Irgendwas klappt da nicht. Leons 3D-Drucker. Die Kohle dafür hat er sich mühsam angespart. Ach so. Ah, jetzt weiß ich, was das. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist, wo er sagt, das klappt nicht. Ah. Da das Ding so eine Schlüsselform hat, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass wir. Der Drucker ist nicht eingesteckt. Ach, kein Problem. So, jetzt geht das, ne? Sieht aus, als hätte Leon. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, was kann das wohl sein? Vielleicht ein Dildo? Ah, ich weiß es nicht, du. Also, dafür, dass die Dinger aber mit Plastik arbeiten, sieht das Modell sehr, sehr genau aus. Also, ich kann aus Erfahrung eins sagen: So genau sieht das nie aus. Das. Wir hatten mal einen Ingenieur, beim ehemaligen Arbeitgeber von mir, der hatte wirklich
selbst für die Arbeit, sämtlichen Scheiße, den er sich einfallen lassen hat, einfach 3D Glaub, der drucken Drucker lassen. ist fertig. Es ist ein Schlüssel? Aber für welches Schloss? Nehmen wir mit. Es ist ein Schlüssel? Ach, Junge. Aber für welches Schloss? Hier, guck mal. Ha, der gedruckte Schlüssel passt ins gedruckte Schloss. Na klar. Was? Was? Der hat jetzt doch noch nicht mal mitgenommen. Und was ist mit diesem Dreierverteiler? Warum hört das Kabel hier auf? So funktionieren die De Dinger aber nicht. So, was ist hier drin? Ah, sein Handy. Leons Handy? Na, sowas. Kein Wunder, dass wir ihn nicht erreichen. Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Also, die erste Frage ist, der Typ ist mit seiner Flamme nicht zusammengekommen und wird jetzt deswegen extrem oder was? Also, okay. Ja, was mache ich jetzt? Kann ich jetzt hier, ne, Dingensen? Hier komme ich ohne sein Handy nicht weiter. Ich hab doch sein Handy. Und nu? Ach so, hier, ne? Hä, hab ich ein Inventar? Nee. Ich verstehe jetzt nicht, wie soll ich denn jetzt da mit dem Handy arbeiten? Oder muss das erstmal aufgeladen werden? Warte mal. Ach so, es liegt hier. Ah. Oh Gott, jetzt geht diese spaßige Sache nämlich los. Nee. Ah, nein, das war's nicht. Ich glaube so hier, ne? Yes. Sieht so aus, als hätten wir die Yes! meisten Apps gelöscht. Hier. 812711, aha. Ah, nein, das war's nicht. Hä? Ich möchte bitte wieder zurück. Mist. Hallo? Was? Das Hallo? Die kriegen es hin, hier Samtang zu schreiben, aber Google Chrome hat denselben Namen. What the fuck? Okay. Mist. Ah, nein, das war's nicht. Ah, random Maustaste. Ah, okay. Dann hier, ne? So. Ah, scheiße. Hä? Wie? Ach Scheiße. Ich habe das doch gerade abgerufen, die Nummer. Fuck. Wollt ihr mir jetzt etwa sagen, dass hier ein Bug drin ist? Schon wieder? Ach komm schon. Ah, nein, das war's nicht. Ah, nein, das war's nicht. Ah, nein, das und so. Ah, nein. Ach, yes. Sieht so aus, als hätte Leon die meisten Apps gelöscht. 820921. Sesam, öffne dich. Sympathisch. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Quatsch? Einführungen und Regeln.
Einführung und Regeln. Ich weiß, was das hier sein soll. Es sieht so aus wie Discord, aber. Krass, Leon hat anscheinend eine neue Handynummer. Vielleicht rufe ich ihn einfach mal an. Okay. Memes. The fuck, Alter. Ich glaube, sowas kann man doch nicht mal im Stream zeigen. Wird mir gleich gebannt. okay. Interessant, da gibt es also auch Grenzen. So. Aber hey, ja, ruf ihn mal an mit seinem eigenen Handy. Wird bestimmt ein Spaß. Komm, ruf ihn mal an. Oh, Junge, ey. Ja, wie das Entsperrzeichen über das Handy Ach hinausgeht, ne? Also. so. Ach, nein. Wunderschön. Aber die. Yes. Gut, die Sieht hat. so aus, als hätte Leon die meisten Apps gelöscht. Macht da nichts, wir können ja anrufen. Ja. Leon? Jonas? Bist du das? Woher hast du die Nummer? Leon, wo bist du? Alle suchen dich. Mama, Papa, sogar die Polizei war schon hier. Sollen sie doch. Was ist? Mach's kurz. Ich habe keine Zeit. Ich bin in deinem Zimmer. Leon, ich mache mir Sorgen. Musst du nicht. Und jetzt raus aus meinem Zimmer, du Ratte, aber schnell. Ich höre erst auf, mir Sorgen zu machen, wenn ich weiß, dass es dir gut geht und dass alles klar ist. Und eine Sache würde ich nämlich echt gern mal wissen. Seit wann hängt hier eine riesige Deutschlandflagge in deinem Zimmer? Und wieso hängt sie falsch rum? Ist das nicht so ein krasses rechtes Symbol? Kannst du mir mal erklären, was mit dir los ist? Echt? Okay. Jonas, ich setze ein Zeichen damit. Ein Zeichen dafür, dass das alles große Scheiße ist. Und so ist es ja auch. Deutschland war mal ein Land der Dichter und Denker. Mittlerweile ist die Politik komplett unterwandert von Gutmenschen. Ich habe jetzt neue Freunde und die wissen, was Sache ist, weißt du? Was redest du denn da? Du klingst wie dieser abgehalfterte Popstar und die anderen Verschwörungsdeppen. Es läuft doch alles super bei dir. Du hast deine Familie, Freunde, mich. Warum willst du lieber mit solchen Idioten abhängen? Oh, Kleiner, du verstehst nicht, worum es hier geht. Es geht nicht nur um dich oder mich. Es geht ums große Ganze. Wir müssen uns zusammentun, um was zu bewirken. Um das Land zu verändern. Das habe ich jetzt begriffen. Ich weiß, worauf du anspielst. Diese atavistische Aktion, richtig? Ey, die tun so harmlos, aber die sind eine ganz miese Truppe. Ach Jonas, du checkst mal wieder gar nichts. Die machen hier echt mega nice Sachen. Guck mal, die veranstalten Events, Konzerte und. Für Leute wie uns. Nicht für die alten Säcke. Die kümmern sich um die Jugend. Ist Und unglaublich. die haben auch richtig fundierte politische Meinungen. Mit denen kannst du auf gehobenem Niveau diskutieren. Wenn du eh schon rumgeschnüffelt hast, hast du ja bestimmt auch die Bücher gesehen. Genau das wollen die doch erreichen. Die geben sich mega harmlos und locken junge Leute wie dich mit irgendwelchen coolen Camps und Aktionen. Aber das sind Rechtsradikale.
Muss ich jetzt für dich buchstabieren? Das sind Nazis. Nazis, die sich als Intellektuelle tarnen. Leon, jetzt fall nicht auf so eine Scheiße rein. Mann, komm mal runter. Ich guck mir das doch nur mal an. Die Bücher ja. Habe ich gesehen. Aber weißt du... Tja, was ist das denn? Das hat doch alles gar nicht Hand und Fuß. Da geht's nicht um Debatten oder Inhalte. Da geht's um Hass und Hetze gegen Menschen. Menschen, die denen nicht in den Kram passen. Da fängst du schon an. Du weißt doch gar nicht, wovon du sprichst. Es gibt ein paar interessante Bücher zu dem Thema. Die liefern Fakten und Antworten. Wenn du willst, leih dir mal ein gutes aus, was ich vor kurzem gelesen habe. Ja, ist klar. Ich habe das Buch schon in deinem Zimmer gefunden. Die große Umvolkung. Ernsthaft? Warum nicht gleich Ausländer raus? Das bedeutet auch nichts anderes. Das ist alles ein riesen Nazi-Scheiß, Leon. Immer sind alle gleich Nazis für dich. Bist du jetzt auch so ein extremistischer Gutmensch, der keine andere Meinung zulässt? Genau dagegen kämpfen wir hier an. Wir wollen die Demokratie verteidigen und unsere Heimat erhalten. Aber ich glaube, du verstehst das einfach nicht. Noch nicht. Ich verstehe viel mehr, als du denkst. Die Rechten reden so lange von Demokratie verteidigen, bis sie genug Macht haben, um sie abzuschaffen. Das war bei Hitler nicht anders. Das haben wir schon vor Jahren in Geschichte gelernt. Es ist dieselbe gefährliche Masche. Mit 15 lernt man das nicht. Du willst nicht Teil von sowas sein. Ich kenne dich. Ich weiß, dass du so nicht bist. Keine Ahnung, wer oder was ich bin. Ich weiß es doch auch nicht. Oh, Junge. Leon, du hast dich voll verändert. Das gefällt mir alles gar nicht. Wo bist du überhaupt? Wäre doch beim Bass spielen geblieben. Im Sommerlager. Von den coolen neuen Leuten, die ich kennengelernt habe. Mach dir keinen Kopf, die sind total in Ordnung. Die sprechen halt auch mal Sachen aus, die man auch mal thematisieren dürfen muss. Aha. Echt, Jonas. Das sind kritische Geister, kluge Leute. So, war's das? Pass auf dich auf, Kleiner. Und grüß die Eltern. Leon, warte mal. Was ist denn noch? Ach, kann ich jetzt den anderen Rest fragen? Okay. Ich weiß, die letzten Wochen waren echt scheiße für dich. Aber das wird alles wieder. Wir sind immer noch deine Freunde. Denk doch mal an die ganzen nice Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Gamescom, Holland und so weiter. Freunde, am Arsch. Ich bin euch doch scheißegal. Weißt du, macht ihr euer Ding, ich mach meins. Du fühlst dich von Lina und Elias verarscht, richtig? Hör mir auf mit den Verrätern. What the fuck? Lina hat mir immer was vorgemacht. Und dann fängt sie auch noch was mit dieser Ratte Elias an. Und ihr habt euch alle auf ihre Seite geschlagen. Ihr seid so fake. Ich scheiß auf eure Freundschaft. Keiner hat sich auf irgendeine Seite geschlagen. Aber du hast dich am Ende auch echt wie ein Arschloch verhalten. Die wussten auch nicht so genau, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Fuck, Mann, denen tut das echt leid, wie es gelaufen ist. Elias ist immer noch dein Freund. Und Lina erst recht. Die wollen dich nicht verlieren. Ihr wart doch immer so ein Mega-Team. Denk doch mal darüber nach, wie viel ihr zusammen erlebt habt. Spaß dir, Jonas. Spaß dir. Hält eh nicht lange, ja, super, ne? Also, Was ist mit mir? Ich meine, was hat das mit der Beziehung zu tun? Andere Mädchen? Es gibt ja immerhin die eine, die die E-Mail geschrieben hat. Aber die ist auch in diesem komischen Netzwerk, wer weiß. Ich weiß nicht, soll ich das unten oder oben nehmen?
Ich nehme das hier oben. Und was ist mit mir? Ohne dich will ich auch nicht mehr mit den anderen abhängen. Ich hab doch nur euch. Mann, Jonas. Dann such dir neue Freunde. Ich bin nicht dein Babysitter. Komm mal zur Sache jetzt. Es gibt auch noch andere coole Mädchen als Lina. Paula aus meiner Klasse zum Beispiel hat neulich gesagt, dass sie dich süß findet. Was soll das jetzt? Ich brauche keine Freundin. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Mir wird das jetzt zu blöd. Ich leg auf. Bis dann. Warte, warte! Was denn noch? Wir haben überlegt, die Band aufzulösen. Ohne dich am Bass ist das alles irgendwie nicht mehr so cool. Denkst du ernsthaft, ich will mit euch weiter fröhlich Musik machen, als wäre nichts gewesen? Diese heile Welt-Pop-Scheiße ist eh nichts mehr für mich. Ja, ich habe deine aktuelle Playlist gesehen. Hörst du jetzt Rap und Sprechgesang? Du musst auch mal über den Tellerrand gucken, Jonas. Es gibt viele andere geile Musik. Nicht nur den ganzen Mainstream-Dreck. Und wer ist diese Eva? Die kenne ich gar nicht. Das ist auch nichts für kleine Jungs. Komm zum Punkt jetzt. Es gibt auch noch Metal. Also, ne? Hier. Meine Bass. Bass lernen ist ja, glaube ich, ziemlich einfach. Da kann man eigentlich irgendeinen aus einer Parallelklasse nehmen, ne? Techno, unser Sound, fette Bassgrooves, was? Willst du unseren Sound jetzt komplett an den Nagel hängen? Ich dachte, wir werden noch viel mehr Hamburger Schule. Ah. Meine Fresse, Jonas. Man hängt nichts an den Nagel, nur weil man seinen Horizont erweitert. Guck mal, die Sachen, für die ich mich interessiere, haben viele Facetten. Man nennt das auch Erwachsenwerden. Ich verstehe echt nicht, was du von mir willst. Komm auf den Punkt. Ist doch eher alles Trash, hört mal Metal. Hey, sorry, aber ich finde... Eva und diese ganzen Rapper aus deiner Playlist sind kompletter Trash. Das denkst du, weil du dich nicht richtig damit befasst hast und nur an der Oberfläche kratzt. Und sag mal, kannst du die Finger von meinen Playlists lassen? Okay, jetzt reicht's. Und tschüss. Huch. Oh, haben wir versagt. Na sowas. Auch wenn Jonas sich nach allen Kräften bemüht hat, ist es ihm nicht gelungen, Leon von seinem Plan abzubringen, am Sommerlager teilzunehmen. Dort hat er sich sogar von Alex bequatschen lassen, intensiv beim Aufbau des Streamingskanals mitzuhelfen. Leon gewinnt zunehmend Anerkennung innerhalb der Gruppierung. Die Anstrengung von Jonas und seinen Freunden, zu Leon durchzuringen, ist vorerst gescheitert. Aufgeben werden sie trotzdem nicht. Auf einen weiteren Versuch kommt es an. Vielen Dank für dein Interesse und dass du das Rätsel um Leons Verschwinden lösen willst. Die Geschichte und die Welt rund um Leon sind fiktiv, haben aber einen realen Bezug. Leons Identität zeigt, wir müssen uns alle kritisch mit Informationen und digitalen Inhalten auseinandersetzen. Vor allem, wenn wir es, wie in Leons Geschichte, Extremisten schwerer machen wollen, die Gesellschaft mit ihrer gefährlichen Ideologie zu zersetzen. Denn politische Urteilsfähigkeit ist ausschlaggebend für den Bestand unserer Demokratie. Und wir können sie nur gemeinsam schützen und erhalten. Wenn dich einzelne Aspekte und Hintergründe aus dem Spiel interessieren oder dir unklar sind, schau doch für weitere Infos einfach mal auf www.leon.nrw.de. Cool. Also, nicht cool, dass wir es nicht geschafft haben, aber ist immerhin schon mal eine gute Idee. So, und jetzt, ich halte jetzt erstmal die Klappe und hol mir noch ein Bier und lass mal den Abspann weiterlaufen.